Die Feuerwehr hat ein neues Fahrzeug bekommen, aber sie hat was ganz Tolles auch noch bekommen, nämlich ein eigenes Design. Da haben sich viele Menschen Gedanken gemacht und das finde ich ganz toll. Und wie Sie sehen, verbindet es das Neue mit dem Alten, Cast mit dem Logo und nachts strahlt es wunderschön. Sie werden uns immer sehen mit der Feuerwehr. Wir stehen hier vor unserem neuen Hilfeleistungslöschfahrzeug, kurz in der Feuerwehrsprache HLF-20 genannt. Mit unserem neuen Design auf dem Fahrzeug. Wir haben uns dazu entschlossen, ein Corporate Design für die Feuerwehr zu entwickeln, mit Elementen, die man in der Stadt Karst kennt. Wir haben dort das alte Wappen, beziehungsweise das jetzige Wappen der Stadt Karst, verbunden mit dem Karst-Sternchen, was man schon kennt, und natürlich dem Wort Feuerwehr und dem verbindenden Element hier als reflektierendes Streifenelement. Dieses Corporate Design wollen wir jetzt auf allen Fahrzeugen sowie auf allen Werbeelementen der Feuerwehr implementieren, um Wiedererkennungswert zu schaffen, um auch Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, so dass wir in der Öffentlichkeit sichtbarer und einheitlicher auftreten. Am Sonntag ist Ostermarkt. Wunderbar, bei tollem Wetter und alle werden viel Freunde haben und auch Immobilienausstellung in der Rathausgalerie. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Die Flüchtlingskrise beschäftigt uns weiterhin, ganz traurige Situationen auch in Karst, aber wir machen uns weiter auf den Weg. Heute haben wir uns getroffen, hier nochmal ein Netzwerk zu bilden. Und dabei ist natürlich mein Amtsleiter, der gleich nochmal sagen wird, wie die Situation hier ist, wie viele Flüchtlinge wir haben. Wir haben hier zwei junge Ärzte aus der Ukraine, palästinensische Ärzte, die in der Ukraine leben. Deswegen durften sie auch ausreisen. Und Herrn Görner, den viele schon kennen vom Forster Treff. Und wir haben eine Idee, wir wollen die Menschen vernetzen, wir wollen ihnen gemeinsam helfen, wir wollen verifizieren, wer ist hier und wer kann helfen. Und diese beiden haben sich schon bereit erklärt, mit uns zu den Cafés zu gehen, in den Unterkünften auch mitzutesten und zu schauen, wo sie helfen können. Ich finde das eine tolle Idee. I'm Dr. Mohammed Al-Derbi, I came from Ukraine and I am ready to help my people here. And they asking for me for doing that and I'm ready and I'm done with this. Здравствуйте, меня зовут доктор Алаэддин. Я здесь в Караст, Германия. За любой помощь вы можете к нам обращаться, медицинская помощь. Мы всегда будем рады вас помогать. Aktuell haben wir 362 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Die meisten davon sind dankenswerterweise in Privatunterkünften, aber auch wir bereiten uns darauf vor, unsere städtischen Kapazitäten deutlich auszubauen. Das heißt auch, dass wir Menschen in Turnhallen unterbringen müssen. Auch wenn das nicht angenehm ist, werden wir versuchen, unser Bestes zu geben und den Menschen dort ein würdiges Leben zu ermöglichen. Hallo, mein Name ist Daniel Görnert und aufgrund der aktuellen Situation haben wir ja ganz viele Schicksale. Wir wollen jetzt schauen, dass wir diese Schicksale hier irgendwie unterbekommen und zwar so, dass sie sich nicht als Last oder als Gast oder als Hilfesuchender fühlen, sondern dass sie mitwirken können hier. Und an dieser Stelle kann etwas entstehen. Wir hoffen, dass es das auch wird. Corona beschäftigt uns auch noch immer und wir haben eine tolle Spende bekommen von der Firma Kötter, vom Winnie Graf. Lieber Winnie, herzlichen Dank. Wir werden diese gut einsetzen, vor allen Dingen in den Turnhallen, weil wir wollen uns alle noch ein bisschen schützen. Und denken Sie dran, jeden Sonntag im Rathaus, diesmal im Clubraum, zwischen 10 und 14 Uhr wird geimpft. Die Lieferung kommt aus unserer Unternehmensgruppe. Wir hatten uns reichlich mit Masken eingedeckt und in Anbetracht der Umstände jetzt mit der Ukraine-Krise etc. haben wir uns entschlossen, einige Spenden zu machen, unter anderem halt auch Masken, aber auch für das Universitätsklinikum in Essen haben wir jetzt eine Aktion gestartet mit einer finanziellen Unterstützung. Ich wusste, dass die Not hier in Karst groß ist. Wir richten ja einige Sporthallen ein jetzt zu Flüchtlingsunterkünften. War selber lange im Zug nach Berlin und zurück unterwegs, hatte einige Flüchtlinge kennengelernt und habe da so ein bisschen die Tragik mitgekriegt des Ganzen auch. Und einfach um zu unterstützen, ein bisschen mitzuhelfen. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass man da mal Farbe bekennen muss.
Ein besonderer Tag in Karst, die Sonne scheint, es wird langsam warm, wunderbar. Und ich durfte heute eine Delegation aus Israel begrüßen und ich fand das wirklich toll. Es waren Kollegen, Amtskollegen, Bürgermeister aus verschiedenen Städten, teilweise sogar aus Tel Aviv, mit denen ich mich austauschen durfte. Und es ist doch sehr spannend, wie die Systeme sich unterscheiden. Herzlichen Dank an die Friedrich-Naumann-Stiftung, die das vermittelt hat. We're visiting Karst and we've met the mayor Ursula and it's she's great. The city is look very amazing, very beautiful and we're happy to learn about Karst and about Germany and we were happy to learn from Ursula. She's very impressive and inspiring. Thank you, Ursula. I'm a council member in Israel in a small town called Ofakim and it was a fantastic experience to be here. Thank you very much. Yeah.